So, hallo liebe Freunde des gepflegten Ballsports. Hier bin ich mit der Live-Übertragung aus meinem, naja, ersten Spiel gegen den Computer, an dem ich gegen den Schein und den Kai Gutsche verloren habe. Und, ja, Herr Delling, Sie hören mir wie immer mal wieder nicht zu. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, was Abseits ist, aber Sie haben es immer noch nicht verstanden, weil Sie einfach wieder mal intellektuell mit der U-Bahn eine Station zu früh ausgestiegen sind und jetzt quasi immer noch im Geschirrspülerland festhängen. Im Geschirrspülerland. Bevor Sie in die Sportabteilung gegangen sind. Also ich schlage mal vor, in Schweden ist es regnerisch. Ja, das mal davon abgesehen, dass du ein deutsches Stadion gewählt hast. Ja, Schweden gibt's halt nicht, ne? Was soll ich machen? Ja. Oh. So, oh, Caetano ist eigentlich netter, aber... Da muss Muros ran. Uroburos. Uroburos. So, und ja. Die schießt bestimmt nicht der Kollege, sondern der hier. Und ich mache erstmal kein Man-Marking. Müsstest du noch Diego Forlan haben, ne? Oh, das wäre ein Traum. Oder seine beiden Außenassistenten würden mir schon reichen. Damit müsste ich noch den Falcao in meiner Mannschaft haben. So, spielt denn bei Schweden ein Dolph? Ja, im Tor. Na nee, das war woanders, ne? Magnus. Ja, das ist der damals... Darlin. Scheiße. Ja, genau, Darlin. Der damals noch sehr junge Darlin. Ersson. Oh, ich weiß die Knöpfe schon wieder nicht mehr, scheiße. Ja. Der Shepard braucht Punkte. Ja, definitiv. Ja. Und sein einziges Ass ist Ventura. Im Moment steht es so, dass ich... Eigentlich müsste ich Tabellenführer sein. Ja, knapp. Wegen der Tordifferenz. Ja, genau deswegen. Weil du, glaube ich, gegen Dinges einen reingeknallt hast, ne? Gegen Kai habe ich einen reingemacht, ja. Und eins weniger kassiert. Also du bist Tabellenführer. Ja, mit einem Tor Vorsprung. Und ich weiß immer noch nicht, wie man umstellt, also dass man, wenn der Gegner am Ball ist, einen anderen Spieler nimmt. Ich glaube mit R. Perrier, jetzt eine Nase voll Perrier. Ja, Mann, wo hat mir die wer gesagt, dass ich so einen fetten Arsch habe? Lundgren, da ist er. Er ist Verteidiger. Ja. Defender of the Earth. Oh scheiße, hab schon wieder falscher Knopf. Defenders of the Earth. Oh, das ist total fies, dass ich jetzt dieses Spiel machen muss, Alter, wo ich total einen Arsch habe. Ja, du spielst auch nicht schlechter als die anderen beiden Spieler. Du Arsch. Ah, nein! Ja, hau ihn weg. Nein! Nein! Schießbude. Oh, Alter, warum muss ich ISSD spielen und nicht Super Soccer? Beziehungsweise, Super Soccer, warum muss ich besoffen? Das ist so fies, ich muss... Das ist einfach, das ist doch genau dasselbe wie Autofahren. Nein, ist es nicht. Bei Autofahren habe ich wenigstens einen Tunnel, Alter. Ja komm, jetzt geh mal ran da. Alter! Alter! Saxon. Wir wollen Lundgren. Du musst Lundgren weggrätschen, dass er übertragen rausgetragen wird. Bei denen spielt auch einer von den Hanson Brothers. Die alle aussahen, hätten sie sich 3 Jahre nicht mal gewaschen oder so, weil die, glaube ich, in einem Wohnwagen gelebt haben. Nein! Corner. Warte mal, das war... Ja, das war X. Good header.
Svensson. Aber höchstens Heather Locklear. Garth, das ist Heather Locklear und sie winkt dir zu. Schwing. Alter, mach den Kollegen doch mal weg, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Lundson. Ey. Oh, warum? Warum? Ich war eigentlich nur darauf aus, dieses Spiel von dir und Kai aufzunehmen und eins von dir. Da hast du aber toll rausgeredet. Und jetzt bin ich ja wieder der Pimmel am Controller, weißt du? Ja, wir haben auch gerade zwei schweißtreibende Spiele hinter uns. Ja, aber eins davon, das zählt nicht. Ja, aber das war trotzdem anstrengend. Nein! Oh, hat der ein Glück. Ja, oder ein Torwart. Kannst du... Oh. Kannst dich bei Wakabayashi bedanken. Wie hieß er damals? Rodriguez oder so, der Torhüter. Eine geile Sau gewesen, ne? Eddie Rodriguez. Washington hieß er. Washington Rodriguez, der Torwart von Uruguay. Das war quasi der Josh Stone unter den Fußballspielern bei denen. It's going to be a pain in the ass. The pain in the ass. Nein! Keeper Mongo. Mach doch mal was, ey. Ey, ich... Lundgren, da ist er. Hau ihn weg. Alter Schwede. Munoz. Nein, oh komm schon, ich wollte gerade schießen, du behinderte Nutte. Ja, das war gut, das war stark. Ja, das erste Mal. Schon wieder vorbei. Ey. Meine Damen und Herren, Sie sehen ja ein Spiel auf einem Niveau aus der 2000er WM-Qualifikation zwischen Deutschland und den Färöerinseln. Oder nee, Deutschland gegen Island war es, und das war irgendwann, es war glaube ich für die WM 2002, wo dem Weißbier Waldi sein Hut hochgegangen ist. Alter! Okay, ich muss auf meine Favoritentaktik setzen, glaub. Du brauchst mal hier eine Torchance. Ja, eine wäre gut, ne? Wow, guck mal, ist das mal was Besonderes jetzt bei den ganzen Spielen, die wir aufgenommen haben. Es ist Halbzeit, nachdem sie kurz nachdem er gesagt hat, Injury Time. Ja, gab auch nicht viele Fouls, die eine Nachspielzeit rechtfertigen würden, Herr Delling. Oder Torschüsse. Da haben sie mal wieder mit offenen Augen geschlafen während des Spiels, würde ich mal so sagen. Ja, Malaria. Den einen Pimmelkopf halte ich mir offen. Aber da müssen wir den Freekick nochmal ändern. Naja, war auf Dings. Cornerkick packen wir auf. Ich rieche da schon die erste Trainerentlassung. Warte ab. Warte, wir machen nochmal Man-to-Man-Marking. Im nächsten Spiel kommt dann das vorgezogene Rückspiel von mir gegen Uruguay. Der ist oben. Lundgren. Lundson, Hansen. Ja, ich decke Lundgren. Einzige, was der dir dann sagt, ist frisch Scheiße, du Penner. Ich hoffe nicht. Hey, der Schiedsrichter hat doch Tarnklamotten an. Den siehst du in seinem grünen Trikot, glaub. Geh weg, Mann! Aber er weiß doch nicht, wo er sonst hingehen soll. Munoz, Malaria. Komm schon! Beschissene Nutte.
Boah, mein zweiter Schuss. Beste Chance für Spiel bisher. Grichu. Nein! 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 Gib mir das fucking Boot. Oh! Oh! Jetzt vielleicht mal. Oh, und wieder geblockt. Na, oh, ey, das gibt's doch gar nicht. It's a me, Alario. Oh ja, steht keiner, ist ja logisch. Ne? Also ich wäre gelassener, wenn die kein Tor geschossen hätten. Ja, Hansen, hier, ich geb dir Hansen, Mann. Rumbab. Das aber rechts ist wirklich R1. Beziehungsweise R. Das war ein kompetenter Freistoß. Er hat auf den Außennetzeffekt gehofft. China. In your hands. Das ist übrigens mein Murillo, mein Murillo, ne? Wer? China? Mhm. Die beiden kannst du nicht miteinander vergleichen, ne? Ne, stimmt. Ja, du hast halt eine scheiß Frisur. Lass ihn seine Frisur aus dem Spiel. Das ist episch. Das war quasi eine Trendwende. Oh. Ja, immer trotzdem immer nur das Gleiche. Die Ecken drehen sie ein wie so eine Geistesgestörten. Und sollen sie die normalen Schüsse auch noch drehen. Für den Fußballsport. Ja, nur dass der eine nur wegen seiner Frisur bekannt ist und der andere, der echt Francesco Lee heißt, weil er ein guter Spieler war. Ja, und der Torwart hat sich gerade mit dem Ball über die Auslinie gebeugt. Es wurde nicht gepfiffen. Ja, ist doch egal. Reicht ja, dass die führen, ne? Alter, warum gehst du denn nicht dahin, du Pfeifenwichser? Anceta, Anceta. Ey. Komm. Komm schon, komm schon! Ich sehe schon, komm, ich bin hier wirklich am Ende mit 2 zu 18 Toren bedient oder so. Du hast doch bisher nur 1 geschossen, oder? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich in all den Spielen noch 1 schieße oder so. Dann bist du aber optimistisch. Nein, 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 nein! Das war geil. Das war fast so eine geile Torwart-Kombo wie gerade eben von Kai, der Keeper, der 4 Schüsse in kürzester Zeit hintereinander abwehrt. Ja, und dann gebe ich ihm eine Hackenvorlage. Ist toll, oder? Ja. Hast du wenigstens mal einen Scorerpunkt gemacht? Erstaunlich wenig Fouls und Karten. Ja, das stimmt. Ein bisschen mehr mit mehr Aggressivität mal da rangehen. Red. Boah, so ey, du Glück gehabt, dass das noch vor dem Strafraum war. Tor. Boah. Jesse the Body Ventura hält ihn. Übrigens nicht der kolumbianische Torwart, gegen den die Gegner hier die Schüsse anbringen, ne? Der ist episch. Der hat im Spiel gegen Kai, der hat mich im Spiel gehalten in der zweiten Halbzeit. Alter. Wo ich quasi das Fußballspielen eingestellt habe. Zu Ehren von Kai, meinst du? Ja. Ja, ist klar. Es war so, die zweite Halbzeit ging nur auf ein Tor und als sie auf sein Tor ging, waren die Bälle halt drin.
Ach, komm schon, von wegen faul. Behinderte schwedische Weicheinnutte. Hansen halt, ne? Ja, Himbob, ne? War damals, ist klar. Das war damals schon so ein beklappter Song. Da läuft den Euros die Zeit langsam weg. Schieß immer auf das Tor in der Mitte. Great Punch. Oh, jetzt kommt noch mal hier die taktische Umstellung. Alles nach vorne, ne? Ja, könnte ich auch machen, hast du recht. Ja. Ich wollte eigentlich nur auswechseln, aber du, das war echt eine gute Idee. Ja, komm, hier gehst du jetzt alles auf eine Karte, ne? Hast doch nichts mehr zu verlieren, wenn du, ob jetzt 2-0 oder 3-0 verlierst. Pack ich auch nochmal Razor's Amon rein. Der macht jetzt den Razor's Edge. Naja, und wenn er sein zweites Tor schießt, ne, dann bin ich zumindest in der Torstatistik drin. Das wird nicht mehr gewertet. Boah, da will er zaubern. Amazing Kick. Oh Gott. Ey, lauf doch, alter Penner, was soll denn das denn? Ruiz. Wir sind hier live Zeuge eines Katastrophenstarts. Oh Gott, ey. Na, es gab auf jeden Fall viele Einwürfe. Nein! Alter, komm schon, was soll denn das? Nee. So wird er nichts. Nee, da geht nichts mehr, ne? Ich komm, ein Treffer noch hier. Alter! Ey, das gibt's nicht! Ich... Nein! Ey, das habe ich gar nicht gedrückt! Ich war's. Werf ich den Ball ins Aus, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Alter. Fresst Scheiße, ihr Behinderten. Pansen. Ey. Tja. Was sagt man dazu? Ja. Ja, 0-0. Ich schätze, das war's. Ihr habt das mit der in den Fresse hauen eben nicht gehört. Weiteres 0-0. Die Gegner nehmen sich gegenseitig die Punkte. Ich freue mich. Damit sind Kai und Schein, glaube ich, weit voraus und weit weg. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Das war das Moment. 7-9, das. Ich. Mein Torverhältnis ist 9-1. Ist das nicht toll? Ich möchte mich nicht weiter zu diesem Spiel äußern. Ich sage einfach schon mal. Tschüss und danke fürs Mitkommentieren und freue mich auf Scheinsandspiel, welches direkt hier im Anschluss stattfindet. Ja, ich bin zuversichtlich. Ich spiele dann gegen Frankreich.